Ich war einer der Ungerechten. Bevor du überhaupt mit deiner Bitte anfängst, ja Allah, ich bin ein Ungerechter. Ich bin niemand, der es verdient, dass du ihn mit Barmherzigkeit behandelst. Aber du bist barmherzig. Du bist barmherzig und karim. Oh Allah, niemand von uns verdient die Barmherzigkeit von Allah. Aber er ist barmherzig zu uns. Wie oft sündigen wir gegenüber Allah? Und wie oft hat er uns Dinge in der Dunya gegeben? Er hat uns verheiratet. Er hat uns eine Wohnung gegeben. Er hat uns eine Familie gegeben. Er hat uns alles gegeben, was wir wollen. Obwohl wir Sünder durch und durch sind. Wenn Allah Azza wa Jal uns für jede Sünde belangen würde, was würde er mit uns tun? Das ist Yunus alayhi salatu wassalam, ein Prophet. Einer, den Allah Azza wa Jal auserwählt hat unter allen seinen Dienern. Er sagt, ja Allah, ich gehörte zu den Ungerechten. Allah hat seine Stimme erhört. Allah hat seine Stimme erhört. Und so hat er ihn befreit aus dieser Situation. Überlege, wenn der Wal ihn auch ausgespuckt hätte, er wäre im tiefen Meer. Wer soll ihn herausholen aus diesem tiefen Meer? Er wäre von irgendeinem Tier verschlungen worden. Und er kann niemals diese Strecke schwimmen bis zum Strand. Er ist verloren in einer dunklen Nacht. Hat Allah ihm erhört, subhanahu wa ta'ala. Niemand von uns hat so eine Situation. Aber wie oft verzweifeln wir, wenn wir Allah bitten?